herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt auch einen guten Start in die Woche gehabt, auch wenn wir es mitten in der Woche haben. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Start in die Woche, falls ihr keinen hattet. Dann habt ihr jetzt eben halt wenigstens einen schönen Start ins Wochenende, weil wenn ich mich nicht täusche, ist diese Folge jetzt Freitag. Keine Ahnung. Nee. Wir beginnen gleich. Ich wollte eigentlich euch. Irgendwas wollte ich euch zeigen. Achso, ja, ich wollte einmal kurz in die LAN hier gehen und nachschauen. Also, da haben wir einmal Blackbeard. Das Seligkeiten. Aua. Seligkeiten, fröhliche Frost. Ja, sieht schön aus, aber ich spiele nun mal. Achso, für alle aktuellen Waffen, ja. Komm, überlegen. Hit-Explosive, nein. Ja, ist unnötig, einzeln zu kaufen. Wenn man dann kauft, dann wenigstens alles zusammen, ne? Solidarität. Sonnenuntergang. Sieht schon nice aus, muss ich sagen. Banner Heißpaket. Ach, das kann man immer kaufen jetzt. So. Er ist jetzt nicht gekommen in der Zeit. Nee, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Oh, es sieht ja geil aus, Alter. Sind beide geil aus. Rainbow Six Siege hat sich wirklich sehr gut entwickelt. Muss ich sagen. Muss ich sagen, das hat sich wirklich zum Guten gewendet in letzter Zeit. So, jetzt habe ich kein Wasser mehr. Das heißt, ich darf nach dieser Folge runterlaufen. Da ich ja auf dem Dachboden lebe, ist es ein wenig weit. Und komischerweise, ich wundere mich bis heute noch, warum habe ich über 2000 Freunde. Ah, offline. Über fast 1500 Freunde. Warum habe ich die früher geaddet alle? Ich war jede Runde, sah schön aus hier, zum Beispiel den hier, cool, geaddet. Weißt du so? Oh, aus Versehen habe ich den nicht geaddet. Ich würde Glass Ben. Ben, Alter, ich würde ihn Ben. Hallo Ben! Ich heiße Günther. Nee. Ich möchte aber auch ein wenig mehr, wie soll man sagen, mehr Leben in meinen Let's Plays bringen. Deswegen bin ich jetzt hier auch ein bisschen mehr offensiver. Und rede auch mehr mit euch. Weil in letzter Zeit, oder besser gesagt, in keinem meiner Videos. War ich immer so optimistisch, positiv und sonstiges. Es ist ja auch nichts gefaked, auf jeden Fall nicht. Wenn ich traurig bin, dann bin ich immer traurig. Das auf jeden Fall. Das, so ein Typ bin ich nicht, der faked für Videos irgendwelche Gefühle oder sonstige Sachen. Das ist der größte Müll. Größte Müll, muss ich sagen. Und das, was hier, keine Ahnung, ihr könnt selber sehen. Den Bildschirm da, der wird bald laufen. Da werden coole Sachen kommen. Da werden coole Sachen kommen. Coole Sachen, muss ich sagen. Also, liken und abonnieren nicht vergessen. Ich nehme hier mal den guten Patcher. Und nicht mit der Shotgun, Alter. Mit der Waffe. Wir haben ja sowieso Ibana. Also, warum nicht? Aber ich glaube, das sind alles Deutsche. Und das ist, glaube ich, ein Clan. Ich habe, glaube ich, auch meinen Clan-Namen gefunden. Oder besser gesagt, meinen Namen für Rainbow. Ich glaube, ich nenne mich Pinguin KFB 982. Warum Pinguin? Ich liebe Pinguin. Pinguine sind einfach so mega knuddelig.
Wir müssen eine Bombe aufspüren. Und deswegen brauche ich auch noch in meiner Gaming-Ecke einen Plüschpinguin, so einen riesengroßen. Also jetzt keinen super großen, sondern so einen kleinen 30 oder 50 cm. Der ist so geil, Alter. Der muss mich zusammenknüppeln. Wird geil. Die sind im Buggy-Raum und ich habe hier zwei Spacken markiert und die nicht schießen können. Noch ist gar nicht Buggy drum. Noch 10 Sekunden. Oder doch. Doch ist Buggy. 5 Sekunden bis Einsatz. Da müssen wir aufpassen. Ich weiß gar nicht, wo es Buggy ist. Ich finde, das haben sie gut gelöst hier. Mit der Seite. Na, dann können die Leute eben halt jetzt hier diese Spawn-Killing nicht machen. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Feuerschutz. Come up, please. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Ich denke mal, manchmal das stürzt ab. Entschärfer wurde zurück. Nachlad, brauche Feuerschutz. Ach, kann man sich gar nicht mehr anders machen. Lade ein Glas von. Blendgranate geworfen. Es klappt nicht mehr. Der Schaffer ist nicht länger in deinem Besitz. Okay, okay. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden. Es bleiben noch 5 Sekunden. Leider sorry, keine Zeit sorry, mehr. I don't know. Oh, das geht mir auf den Sack. 2 Stunden Arbeit, Pause. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ich guck mal, wenn die Folge beendet ist. Ivana, Twitch, Maverick, Termite, mit Nick. Wenn der kein Deutsch kann, dann weiß ich auch nicht. Morgen ist ein Mittwoch. Ihr müsst eure Drohne verwenden. Für mich ist ein Mittwoch, für euch ist aber Wochenende. Wenn ich richtig gerechnet habe.
Ja, ist richtig berechnet, oder? Nö. Doch, wenn ich alle zwei Tage ein verschiedenes Let's Play mache, also alle zwei Tage Rainbow Six Siege und dann jemand abwechseln. Aber ansonsten nicht. Aber ich will ja eigentlich, ich bringe euch auf jeden Fall jeden Tag, also ab dem, ich weiß gar nicht, was nächste Woche ist. 7. Dann noch mal Dienstag ist 8. Mittwoch ist 9. Donnerstag ist 10. Freitag ist 11. Und dann ist Samstag der 12. Sonntag der 13. Also der 14. Entschärfer ist jetzt gesichert. Eine Radio. Entschärfer wurde erneut gesichert. Ich weiß jetzt nicht, ob... Wait, Watcher. Ist schon besser, aber nicht zu viel. Nicht den Tag vor dem Abend loben, sag ich immer. Aber ich bin optimistisch in meinem Leben. Was bringt dir das Negative eigentlich? Negative? Nein, ich hab's nicht gesagt. Eine Blendgranate bringt mir eigentlich auch nichts. Obwohl da, ich denke, dass sie wieder da sind. Nehme ich eine Claymore, damit ich sie da irgendwo hinstehen kann. Weil bis heute hat immer noch keiner diese Löcher da meistens gecheckt. Und deshalb sieht das auch so bescheuert aus, wenn die Leute da reinrennen. Aber ja, ist halt so. Ne? Ist halt so. Das ist übrigens eine Aufnahmesession und deswegen
Sehe ich auch immer so gleich. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Also, bitte nicht wundern, wenn ich 100 Mal das gleiche T-Shirt anhabe. Ich höre von draußen, wie sie von unten schießen. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gehört habt. Ja, hallo, ich hab's. Einsatz in 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Ich weiß nicht, dass ihr es schon gehört habt. Apropos. Gelangt ja, der Bombe und das werde ich. Nee, ich werde das alles in Ausschau. Einem. In einem Video zusammenfassen. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Ich wusste es! GG, ein Zeitgebiet er zu weiter. Links. Sie ist dann, ja. Ich muss einmal kurz was am Handy machen. Also. Ne? Entschärfer ist jetzt gesichert. Ich wollte mir ja einen neuen YouTube-Account machen, ne? Hab ich ja gesagt. Hat dann nicht geklappt, deswegen. Ich sollte meine E-Mail-Adresse verifizieren. Alles gut. Bloß diese E-Mail kommt entweder eine halbe Stunde später an oder zwei Stunden später. Dann brauche ich auch nichts mehr. Gleich geht das Licht aus! Ja komm, Glass, mach doch was. Brenngranate geht raus! Nur noch ein Gegner übrig. Bathroom? Idiot. Going another room and plant. Glass, plant. Plant, plant! No, 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 plant. GG. Ladepfeil! Bombenentschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. GG. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Das haben die gut geregelt. Das. Aber wäre er nicht blendet, dann hätte sie nicht vorgepusht. Soll ich mal meinen Ton auf? Weil das ja nervig ist. Clubraum? Nee. Weiß ich nicht. Sollen die sagen? Fitnessraum. Wenn wir Fitnessraum gehen, dann brauchen wir auf jeden Fall eine Mute, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Ich vermisse schon die alten Zeiten, muss ich sagen. Mit den anderen Leuten. Ich vermisse die Zeit. Aber hey. Bombenschützen. Ich kann die Vergangenheit nicht zurückholen. Und wer weiß, wenn das wirklich so noch, ne, das gehalten hätte. Standort der Bombe in Gefahr.
Gefahr. Entsprechend planen. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. VS aktiv. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Bereit. Bitte, lieber Gott. Störsender wird aktiviert. Ich glaube, der sitzt dahinter. Störsender gestartet. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Ist klar. Mission gescheitert. Weil ich jemand auf sein Schild da geschossen habe und nicht auf seinen Kopf. Ein Glück gehabt. Das Internet geht wieder nicht. Habe ich anscheinend wo manchmal. So, dann nehme ich meine Taktik. Warum hatte ich die Shotgun ausgerüstet? Weiß ich auch nicht. Ich gehe nach oben in die Garage und platziere eben halt woanders diese Dinger. Also, keine Ahnung, was weiß ich. Ein dort irgendwo auf dem Regal, dann woanders vor dem Fenster eben halt ein. Ja. Das hat bis jetzt eigentlich immer geklappt. Oder man geht mit Cavera und legt sich dahin. Das hat aber erst bei. Die Bomben sichern. Das hat gar nicht so lange. Ja. Nee, alles und es ist lange her, dass es geklappt hat. Wand verstärkt! Dann geht es gleich nach dieser Aufnahmesession. Eigentlich ist das nur gut, es waren 3 Folgen. Ich werfe den Köder. 10 Sekunden noch. Ich starte die Show. 5 Sekunden. Bombenstandorte sind sicher. Zeit für etwas Ablenkung. Feinde gefunden. Ich habe ein neues Magazin.
Nee. Fünfzehn Sekunden noch. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden. Ein Gegner verbleibt. Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bombe platziert. Zerstört. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Entschärfer. Sofort zerstören. Oh. Adieu. Der Entschärfer wurde zerstört. Mission des eigenen Trupps erfolgreich. TGG. Ach ja. Weiß ich gar nicht. Ist alles scheiße. Achso, Bargeld. Doch, das kann man eigentlich easy peasy überstehen. Das ist eigentlich nicht so schwer. Kann man eigentlich super Mira nehmen, die Nitro Handy oder Stacheldraht, weiß ich nicht, Nitro Handy ist schlauer. Da habe ich schon eine Idee, wo ich hingehe, weil ich habe immer die Erfahrung von früher und ich war eigentlich nie der schlechteste, ich war eigentlich immer einer, der vorne war. Könnt ihr auch mal sehen, also gut, kann man da jetzt nicht sehen, zeige ich euch später. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Wechsle Magazine. Wechsle Magazine. AVS ist einsatzbereit. Eigentlich gut klappen. Genieße die Aussicht. Soll ich. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Da hatte er, weil er von oben kam, klammert im Room. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ich lag nach und brauche Deckung. Yes, mute der Saumann. Mission gescheitert. Oh, muss man eigener Trupp neutralisiert. Ach man. Ach man. Man
sagt GG nicht, wenn man verliert. Andersherum, wenn man gewinnt, sagt man das am Ende. Und nicht mittendrin. Klar, ich habe das auch gesagt, weil es eine gute Runde war. Oh, jetzt müssen wir angreifen wieder. Dann nehme ich doch mal lieber, weiß ich gar nicht, gehen die jetzt auch nach unten oder nicht? Ich kann es nicht sagen, weil ich glaube, die können ja jetzt wieder überall sein. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Da, wo ich sie haben wollte. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis Einsatz. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer ist jetzt gesichert. Magazinwechsel! Okay. GG. Das wird ja hier noch ganz spannend. Oh, da fall ich mal über mein Kabel. Entweder ist es zu kurz oder zu lang. Und das geht mir auf den Sack.
Aber es ist eine Verteidigung. Lass mal da unten gehen. Wenn wir nach unten gehen, gehen wir nach unten? Gehen wir nach unten. Wenn wir nach unten gehen, da brauche ich das auf jeden Fall nicht. Ja. Aber spannende Runde heute hier wieder, muss ich sagen. Ja, aber ich muss dringend den zweiten Bildschirm anschließen, damit ich auch sehe, läuft die Aufnahme, wie lange läuft sie. Also für Rainbow ist ja Schwachsinn, dass man das in zwei Teile teilt. Deswegen lasse ich sie. So. Eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Magazin wechseln! 10 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. AVS ist einsatzbereit. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Mehr ist immer gut. Ich lasse hier ein AVS. Gut, dann ist sie unten. Ich scanne. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Kleine Pisser wartest du auch noch. Kann ich echt nicht verstehen. Warum wartet der Pisser? Ja, wir müssen das jetzt nur noch gewinnen. Nur noch. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Yeah. Wait, 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 wait! Letzter verbleibender Gegner. Die Gegner entschärfen eine Bombe. Ihr Entschärfer muss deaktiviert werden. Yes. Left. Yeah, yeah, yeah. Right, 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 right. Entschärfer lokalisiert. Sofort deaktivieren. There. Oh, nice. Mission gescheitert. Nice. Ein Operator gefallen. Da ist jetzt noch eine Runde. Boah, so lange wollte ich gar nicht spielen. Ich wollte eigentlich schon früher.
von der Lagerhalle. Okay, gut, machen wir das so. Wenn wir Pech haben, sind die auch unten. Weiß nicht, ob das jetzt besser für uns ist. Oder blöder, oder doch nicht, oder doch. Aber ich weiß sogar ja noch, wo Ibana komplett anders aussah. Ich weiß auch nicht, warum dieses geändert hat. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuführen. In China gibt es ja eine eigene Version von allem. Die sind so richtig bescheuert auch. In der... ich hab vergessen, was Keller auch. In the Down. In the Down, Alter. In the Down. Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Anscheinend sind das doch keine Deutschen. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Wie habe ich denn jetzt hier? Die Bombe wurde lokalisiert. Twitch, you can go in. No, no, no. Now you can go in. No, no, go in. Schönen Abend. Wir haben hart gekämpft und wir haben auch gesiegt. Ich muss natürlich das festhalten. GG. Okay, da mache ich doch. Warum nicht? Hier mache ich das auch nochmal. Warum nicht? Ist doch.
Ist doch nicht so schlimm, finde ich. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hier und bis zum nächsten Mal. Haut rein, wir sehen uns Montag. Tschö, tschö.